Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hierher gekommen seid, teilweise Messe etc. Und es ist eben eine Sache, die formal juristisch sauber laufen muss. Der eine oder andere hat mich schon vorher angesprochen und hat gesagt, naja, es gibt nur einen Kandidaten, muss das denn sein? Und ich kann euch sagen, irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde, es ist eine ganz wichtige Geschichte und ich bin auch heute wieder durchaus aufgeregt, weil natürlich, ich habe mich in den letzten 3 Wochen von den 12 Ortsvereinen in 10 vorgestellt. Ich habe überall einstimmige Voten bekommen, aber so richtig geht es natürlich zur Sache, wenn du eine geheime Abstimmung hast. Und deswegen ist das Votum für mich natürlich schon etwas und ich erinnere mich immer jedes Mal, wenn ich hier nach Ronnenberg fahre, irgendwie, es ist so ein bisschen wie eine Prüfungskommission, was man aus dem Studium kennt, nur sie ist viel größer heute. Und deswegen vielen Dank, dass ihr gekommen seid und dass ihr hier auch über mich sozusagen abstimmt. Mir ist es wichtig gewesen, in den letzten Wochen Rechenschaft abzulegen, bis auf Hemming und Gerben. Aufgrund meiner Terminskollision hat es da nicht geklappt, habe ich das überall gemacht. Deswegen will ich nicht zu viel wiederholen. Aber ein paar Dinge sind mir schon wichtig. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man so breit getragen wird, wie ich es jedenfalls erfahren habe, in den ganzen 7,5 Jahren, aber auch vor allen Dingen in den letzten Wochen. Ich möchte an der Stelle mich ganz herzlich bedanken bei euch für die Unterstützung, aber auch bei 2, die für mich jedenfalls auch wichtige Signale sind. Einmal bei meinem Vorgänger, der jedes Mal hier bei der Wahlkreiskonferenz von mir auch dabei gewesen ist. Horst, toll, dass du da bist, Horst Schild. Mandat und Partei darf man normalerweise überhaupt nicht vermischen, aber mein anderer Vorgänger in der Funktion als Parteivorsitzender der Region Hannover ist auch hier, Heiner. Toll, dass du da bist. Ja, Genossinnen und Genossen, 44 Jahre alt, von Haus aus Jurist. 1996 habe ich begonnen, fast 10 Jahre dann als Anwalt gearbeitet und 2005 dann in den Deutschen Bundestag. Das ist schon dann etwas völlig Neues, das Raumschiff Berlin, sich dort zurechtzufinden, Kontakte aufzunehmen. 2009 dann die Wiederwahl und die Funktion des umweltpolitischen Sprechers. Das ist schon etwas dann, wo man merkt, erstens mehr Arbeit, zweitens aber auch eine große Herausforderung, weil Umweltpolitik und SPD aus meiner Sicht auch immer neu entwickelt werden muss. Man muss sich zwischen den Polen sozusagen, die meinen, Ökologie und Umweltpolitik am besten zu können, die Grünen auf der einen Seite und andere, die von Umwelt vielleicht gar nichts wissen wollen, die Schwarzen, die Gelben auf der anderen Seite in irgendeiner Form hin orientieren. Und für mich ist wichtig, dass Umweltpolitik immer in dem Dreieck der nachhaltigen Entwicklung gedacht wird. Also ökologische Aspekte zu verbinden mit sozialen und ökonomischen Aspekten. Gerade in der Energiepolitik wissen alle, wovon ich rede. Mir ist aber auch wichtig, meine politische Sozialisation nie zu verlassen. Seit 1991 bin ich Mitglied im Rat der Stadt Laatzen und diese kommunalpolitische Herkunft ist mir ganz besonders wichtig. Ich glaube, die Brücke zwischen Berlin und der Kommunalpolitik muss noch viel stabiler werden, als sie es augenblicklich ist. Häufig diskutieren wir etwas in Berlin, rühmen uns auch mit guten Gesetzen, aber die Auswirkungen und die Folgen sind vor Ort spürbar. Und deswegen bin ich ein bisschen stolz darauf, dass wir jedenfalls diesen Wahlkreis auch mit einem Kommunalpolitiker vertreten. Es gibt nicht so ganz viele mit diesem Background. In dieser Tradition bin ich mit Horst Schild. Und ich glaube, alle Abgeordneten, egal ob im Landtag oder im Bundestag, die politischen Hintergrund haben, gehen ganz anders an die Arbeit als Leute, die diese Kommunalpolitik nicht kennengelernt und nicht schätzen gelernt haben. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe gesagt, dass für mich neben der inhaltlichen Arbeit, zu der ich auch gleich noch komme, für mich die Frage, wie Demokratie funktioniert und
die Rolle des Abgeordneten eine ganz zentrale ist. Wir sind in einem Jahr, wir sind in einem Monat, wo vor 80 Jahren der Sozialdemokrat Otto Wels damals in der Krolloper gesagt hat, das Leben und die Freiheit können wir uns nehmen, die Ehre. Das sind 80 Jahre. Das ist kein Menschenleben, wie ich gestern in Hemming vor einer Schülergruppe gerade gesagt habe. Und manchmal hat man das Gefühl, wenn man das Ansehen von Politik heute hinterfragt in der Bevölkerung, die Frage des Einsatzes, die Frage, wie man Abgeordnete beurteilt, dass wir teilweise die Errungenschaften von Demokratie heute als etwas Selbstverständliches hinnehmen, ohne immer wieder zu registrieren, dass es erkämpft und erarbeitet worden ist. Und deswegen, wenn du Mitglied des Deutschen Bundestages bist, dann finde ich, hat man die verdammte Verpflichtung, in dieser Tradition zu wirken. Und deswegen ist die Wahlkreisarbeit für mich ein ganz, ganz wichtiges Standbein, zu versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das wissen alle in diesem Raum, die wir Politik machen, das ist nicht einfach. Deswegen rausgehen bei den Sommertouren und vor allen Dingen Besuch von Schulklassen und Schulklassen und Schulklassen. In diesen letzten 3,5 Jahren 5.000 Leute, zu denen ich zum Glück den direkten Kontakt hatte. Ich bin mir sehr sicher, jede Begegnung ist es wert. Ich sage es nach wie vor, aus meiner Sicht muss jede Schülerin, jeder Schüler einmal in seiner Schulzeit in Berlin gewesen sein, um Demokratie auch handfest dort in Berlin erleben zu können. Diese Tradition, dieses Wirken in den Wahlkreis hinein, kann, glaube ich, immer wieder optimiert werden. Und da bin ich auf euch angewiesen. Ich glaube, wir haben einiges geschafft, neue Formen. Ich denke zum Beispiel an dieses Projekt, wo ich das Rio, die Rio-Konferenz jetzt vorbereitet habe. Aber die Frage, wie wir auf die Leute zugehen und sie auch fordern, von ihnen zu erwarten, auch Anregungen mit in den politischen Alltag hineinzubringen und sich nicht einfach abzukoppeln und sagen, bringt ja doch nichts, sich zu engagieren, das ist, glaube ich, eine Herkulesaufgabe, vor der wir nach wie vor stehen. Und das sieht man bei den Wahlbeteiligungen beispielsweise. Mein Ziel ist es schon, in diesem Wahlkreis den Leuten klarzumachen, auch in den nächsten Monaten, es geht am 22. September um ganz viel. Und liebe Genossinnen und Genossen, deswegen neue Formen auch auszuprobieren. Möglicherweise auch die Veranstaltungen, die vor uns liegen und die wir jetzt planen. Und wenn wir die Wahlkampfkommission bilden, dann möchte ich da mit euch gemeinsam überlegen, auch vor dem Hintergrund der Erfahrung Kommunalwahl und Landtagswahl. Was fällt uns noch ein, um die Leute auch weiter begeistern zu können für politische Inhalte? Denn es ist eben nicht selbstverständlich. Wir haben in der Geschichte unsere Erfahrung. Und als ich hier heute gerade hergefahren bin und wir sehen, was da im Moment in Nordkorea vor sich geht, dann wissen wir, dass wir heute weltweit Demokratie nicht zum Nulltarif haben, beziehungsweise noch längst nicht als Realität. Und wenn du Mitglied einer von den 620 bist und damit die Bevölkerung in Deutschland repräsentieren sollst, dann ist dieses für mich jedenfalls ein ganz wichtiger Aspekt. Und liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich das an dieser Stelle sagen. Ihr seid dafür ganz wichtig und es sind Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung ganz, ganz wichtig. Ohne mein Team in Berlin und Hannover hätte ich vieles nicht leisten können. Der eine ist heute hier, bei der möchte ich mich ganz besonders bedanken, bei Heidi Hellmann. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist ein bisschen vom Regen in die Traufe. Die ersten 4 Jahre Mitglied der Großen Koalition, wo man einiges durchsetzen konnte, vieles auch nicht, aber dann auch harte Oppositionsarbeit jetzt in den letzten 3,5 Jahren. Und die Arbeit hat sich komplett verändert. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass es gelungen ist, beispielsweise bei einem Thema, für das ich mich jetzt seit 7 Jahren engagiere, die Frage der Patentierbarkeit von Lebewesen, von Pflanzen und Tieren, was erstmal sich sehr abstrakt anhört. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, dass mit dem Mittel des Patentrechts Ernährung gesteuert werden soll, weltweit, dass der Deutsche Bundestag über alle Parteigrenzen hinweg sich dagegen, gegen die Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren ausgesprochen hat,
Und das auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion ist ein Erfolg, den ich nicht gering schätze und wo ich sage, da macht auch ganz harte Arbeit, dickes Bretterbohren auch Sinn aus der Opposition heraus. Darüber hinaus kleine Erfolge. Erfolge beispielsweise der ASB-Bahnhof Basinghausen. Jahrelanger Kampf. Geht das, dass man ein Stellwerk so übereignet, beziehungsweise nicht übereignet, dass ein Arbeiter-Samariter-Bund in einem relativ runtergekommenen Bahnhof tatsächlich ein Begegnungszentrum schaffen kann? Ja, es geht, aber viel, viel Kraft davor. Und ich hoffe, dass uns bei weiteren Infrastrukturprojekten, Megahub Lehrte sieht es augenblicklich ganz gut aus, aber Silvia sitzt neben mir, die B3, Horst, dein Thema schon auch gewesen. Ich hoffe, dass wir da endlich weiterkommen und dass es auch einen neuen Impuls durch die neue niedersächsische Landesregierung gibt. Aber es sind auch andere Dinge, die für mich große Bedeutung haben und wo ich aus der Opposition heraus versucht habe, das Beste mitzumachen mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Stichwort Abfallpolitik. Bitte nicht verwechseln, es geht nicht um Stadt oder Schwanz. Aber der schwarz-gelbe Versuch, die Rosinenpickerei zu legalisieren, indem man sagt, für bestimmte Wertstoffe kann ich es öffnen. Und wenn der Altpapierpreis hoch ist, dann stürzen sich die Privaten drauf, kriegen den Zuschlag und die anderen, die kein Geld bringen, die bleiben der öffentlichen Hand überlassen. Dieses zu verhindern über den Bundesrat war eine wichtige Aufgabe und zum Glück hat es geklappt. Das ist aus meiner Sicht ein Element der Daseinsvorsorge und hier sieht man schon, dass völlig unterschiedliche Gesellschaftsmodelle auch bei den politischen Parteien vorherrschen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, dass wir augenblicklich attestieren können und nicht nur die Sozialdemokraten, sondern vor allem die Journalie auch, dass dieses schwarz-gelbe Merkel-Kabinett eins der schlechtesten der letzten Jahrzehnte in der Bundesrepublik Deutschland ist. Und ich finde, das muss man benennen. Man muss sagen, warum. Und es gibt Indikatoren dafür, die man aufzählen kann und die wir aufzählen müssen in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen. Ein paar will ich nennen. Guckt euch alleine an, welche Minister zurückgetreten sind. Es waren so viele, dass einem alle wahrscheinlich gar nicht einfallen. Aber ich habe das mal versucht. Jung, Gutenberg, Röttgen, Schaban und einen habe ich jetzt noch vergessen. Brüder! Genau. Wie war das mit den Bundespräsidenten? Zwei Bundespräsidenten zerschlissen. Und Gauck galt für Merkel gar nichts. Plötzlich musste sie ihn mit unterstützen. Das Thema Betreuungsgeld als Beispiel verfehlter Bildungspolitik, der Armuts- und Reichtumsbericht, der verändert, um nicht zu sagen gefälscht worden ist, weil man nicht zugeben wollte, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter geworden ist. Die vermurkste Energiewende, könnt ihr heute sehen, da hat sie sich wieder getroffen mit Verbänden und sagt, das sei auf einem guten Weg. Jeder weiß, dass es Nullkonzept dort gibt. Also viele Dinge, bis hin zu den unsäglichen Debatten, wie wir gute Arbeit in Deutschland organisieren wollen. Diese Regierung hat Glück gehabt, dass Vorgängerregierungen einige Weichenstellungen gemacht haben, die sich jetzt auszeichnen. Aber sie hat selbst aus meiner Sicht nichts dazu beigetragen. In den nächsten Wochen zum Wahlkampf übergeht. Und die heiße Wahlkampfphase wird natürlich noch dauern. Aber die Frage, die sich alle stellen sollten, ist, lohnt es sich, hier den Wahlkampf zu machen? Die müssen wir uns stellen. Lohnt es sich, zur Wahl zu gehen und sich zu beteiligen? Das müssen sich die Wählerinnen und Wähler stellen. Und ich glaube, es gibt eine unmittelbare Antwort. Wer augenblicklich sieht, wie groß die Probleme sind und was verschlafen worden ist, der weiß,
es lohnt sich, für die SPD Wahlkampf zu machen. Wir sind in einer Tradition von 150 Jahren, auch dieses feiern wir in diesem Jahr. Und wir sind das Original für Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Und das möchte ich gerne in den nächsten Wochen und Monaten leben, mit euch zusammen. Dass wir aus der Tradition heraus die Antworten auch für die Zukunft geben. Und da haben wir was zu bieten. Und da müssen wir unser Kreuz gerade machen. Da brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken vor anderen, die augenblicklich 4 Jahre lang bewiesen haben, dass sie es nicht können. Aus meiner Sicht heraus einen neuen Gerechtigkeitsbegriff zu definieren. Zu sagen, wir brauchen deutliche Indikatoren, wenn wir in die Regierung gehen, dann wollen wir nicht, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht, sondern das ist ein Indikator, der muss nach 4 Jahren so aussehen, dass es weiter zusammengegangen ist, liebe Genossinnen und Genossen. Und vor 4 Jahren habe ich von diesem Platz aus gesagt, ich wünsche mir auch, dass es klare Ansagen der Sozialdemokratie gibt, wenn man in eine Koalition eintritt. Und zwar vor der Wahl. Ich kann mir, liebe Genossinnen und Genossen, nicht vorstellen, dass wir in eine Regierung gehen, in einen Koalitionsvertrag gehen, in dem es keine klare Regelung für einen gesetzlichen Mindestlohn und für die Eindämmung der Leiharbeit gibt, liebe Genossen. Und da bin ich beim Thema. Es geht um unterschiedliche Gesellschaftsmodelle und das müssen wir den Leuten klar machen. Es geht um ein schwarz-gelbes und es gibt ein rot-grünes Gegenmodell. Und die großen Themen, die alle Leute beschäftigen, und das ist mein Thema, warum ich jedem sage, geht zur Wahl, ihr habt das Recht und eure Stimme zählt genauso viel wie meine. Und ihr könnt darüber entscheiden. Und wir haben gesehen in Niedersachsen, bei der Niedersachsenwahl, wie wichtig jede einzelne Stimme sein kann. Liebe Genossinnen und Genossen, es stehen 2 unterschiedliche Gesellschaftsmodelle zur Wahl. Und das werden wir postkartenmäßig, Sigmar Gabriel würde sagen, nordkurvenfähig, rüberbringen müssen. Wir haben auf der einen Seite nach wie vor große Kräfte bei Schwarz-Gelb, die ich benennen will mit der Marktgläubigkeit. Der Markt regelt schon alles. Lotte und einige andere waren gestern bei einer Energieveranstaltung, wo gesagt wurde, der Markt wird schon regeln. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist nicht nur im Energiebereich, sondern vor allen Dingen in der Arbeitsmarktpolitik, wo wir doch feststellen können, gibst du dir den kleinen Finger, nehmen sie nicht nur den Arm, sondern den ganzen Körper. Und deswegen brauchen wir Regeln in dieser Gesellschaft. Und Regeln sind Gesetze. Und Gesetze werden im Deutschen Bundestag gemacht. Und deswegen wird man Arbeitsmarktpolitik, so wie wir sie verstehen und so wie wir sie gelebt haben, deswegen haben sich Sozialdemokraten Arbeitervereine gegründet, um Arbeitnehmerrechte garantieren zu können und absichern zu können. Das wird nur gehen mit einem Arbeitsmarktrecht, was starke Regulierung vorsieht, was einen Mindestlohn vorsieht, was die Tariffreiheit stärkt, was Leiharbeit eindämmt und was den Grundsatz dann hat, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist ein großer Punkt, den wir auch immer wieder in den nächsten Monaten vor uns hertragen müssen. Das Zweite, was dazu gehört, ist, wie wollen wir als Gemeinschaft miteinander leben? Was sollen Kommunen, was sollen Länder, was sollen Bund zur Verfügung haben, um Elemente der Infrastruktur tatsächlich finanzieren zu können? Und da sind wir bei der Einnahmeseite. Und da rennen nach wie vor Leute rum, die von Steuersenkung predigen. Liebe Genossinnen und Genossen, all das, was wir hier vor Ort wissen, Wolfgang, die Kommunalpolitiker, die Ortsvereinsmitglieder, wenn wir uns für eine Straße einsetzen, wenn wir uns für einen Kita-Platz einsetzen, wenn wir uns für ein Krankenhaus einsetzen, wenn wir uns für einen Sportplatz einsetzen, das fällt nicht vom Himmel. Und das muss man den Leuten sagen. Und deswegen Steuergerechtigkeit. Das Thema Einnahmeseite und Stärkung staatlicher Struktur erscheint mir ein wichtiger weiterer Schritt zu sein und ein deutlicher Unterschied zu dem, was Schwarz-Gelb gemacht hat. Ich will nur nennen, Mövenpick-Steuer, aber auch beispielsweise die Verhandlungen über dieses Schweizer Steuerabkommen, wo
wenn man Steuersünder noch privilegieren will. Das darf nicht unsere Politik sein. Neben Einnahmen, neben Arbeitsmarktpolitik, das dritte große Feld. Wie gehen wir um mit den großen Herausforderungen des Lebens? Wir werden immer älter und wir können auch krank werden. Gleichzeitig wird Apparatemedizin immer besser, aber gleichzeitig auch teurer. Wie versuchen wir, eine angemessene Gesundheitsversorgung für jeden in diesem Land zu sichern? Da werden wir nicht mit Pflegebar etc. auskommen. Sondern es wird die Debatte geben müssen, wie gewährleisten wir, dass die, die breitere Schultern haben, auch mehr in die Solidarsysteme einzahlen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass an Bürgerversicherungssystemen sowohl im Gesundheitsbereich wie auch im Rentenbereich kein Weg vorbeiführt, liebe Genossen. Da entscheiden der Bundestag, der Bundesrat und letztlich die Wählerinnen und Wähler, ob wir weiter ein System vor uns hertreiben, was nach meiner Auffassung nicht mehr nur eine Zweiklassengesellschaft hat, sondern teilweise schon eine Drei-Klassen-, Vier-Klassen-Gesellschaft. Und ich finde, es misst der Wert einer Gesellschaft ist daran ablesbar, wie wir mit diesen Risiken umgehen. Und um bei mir ganz persönlich zu bleiben, wenn du dich als Rechtsanwalt in einer eigenen Rechtsanwaltsversorgung freimachen kannst vor den allgemeinen Risiken und die AOK bzw. die Deutsche Rentenversicherung alle Risiken in sich vereinigt, dann ist das ein, finde ich, unsolidarisches System. Und deswegen müssen wir es verändern. Und deswegen glaube ich, werden wir über diese Bürgerversicherungsmodelle viel intensiver auch in einer neuen Koalition nachdenken können. Das ist alles nicht banal. Da geht auch vieles verfassungsrechtlich nicht von heute auf morgen. Aber wir müssen endlich damit anfangen. Denn ansonsten holt uns die demografische Entwicklung ein. Der vierte große Punkt, an dem ich die Unterschiede deutlich machen will, ist der große Bereich Bildung. Wir haben das hier in Niedersachsen gesehen und wir werden gleich hoffentlich viele noch von euch mit Stefan Weil den offiziellen Wahlkampfauftakt dann im alten Magazin feiern. Ich bin mir sehr sicher, und an der Stelle nochmal herzlichen Dank alle, Udi, Ayü, für euren Einsatz im Landtagswahlkampf. Ich bin mir sehr sicher, wir haben durch den niedersächsischen Landtagswahlkampf und durch den Ausgang, obwohl es hier knapp leider nicht gereicht hat für die beiden, aber wir haben durch das Endergebnis deutlichen Rückenwind bekommen. Und ich erwarte von der neuen rot-grünen Landesregierung, dass sie gerade im Bildungsbereich ganz schnell gewährleistet und garantiert, dass die Menschen sehen, es hat sich gelohnt, rot-grün zu wählen, liebe Genossinnen und Genossen. Und das fängt bei der Abschaffung von Studiengebühren an. Das geht bei der Frage, wie gestalten wir Schulen aus. Die Leute, wenn du in die Schulen gehst, sagen alle unter G8, wir leiden alle wie die Hunde. Da muss dringend Druck aus dem Kessel raus. Und das kann man, glaube ich, relativ schnell organisieren. Und wir haben ein Symbol in Berlin. Leider ist der Bund ja gar nicht mehr für Bildung zuständig. Ihr erinnert euch, Verfassungsreform, Föderalismusreform. Und ich habe vor 4 Jahren hier gestanden und habe gesagt, bitte akzeptiert, dass ihr auch einen Abgeordneten habt, der unter anderem auch den Artikel 38 Grundgesetz durchaus für sich manchmal in Anspruch nimmt. Die Föderalismusreform, die damals größte Verfassungsreform der Bundesrepublik Deutschland, war ein Punkt, wo ich gesagt habe, dieses Kooperationsverbot kriegen wir so schnell nie wieder raus und es ist ein elementarer Fehler und das mache ich nicht mit. Heute bin ich froh, dass ich das damals so gemacht habe. Alle wollen es wieder, jedenfalls bei uns, verändern und wir werden jetzt dafür kämpfen müssen, weil es kann nicht sein, dass wir gerade in dem elementarsten Bereich eine Zersplitterung haben und eine Kleinstaaterei. Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das fünfte große Thema ist das Thema, was ich umschreiben will mit Daseinsvorsorge, mit den Dingen, die wir alle zum Leben brauchen. Wasser, Energie und Ernährung. Auch hier können wir uns, wenn wir ins Detail gehen, die großen Unterschiede angucken. Wasser kriegt ihr gerade die große Debatte voll mit. Was will diese EU-Kommission dort machen? Da sind die Marktgläubigen wieder. Wir werden dagegen kämpfen. Unser Antrag ist in der letzten Woche abgelehnt worden von Schwarz-Gelb, als es darum ging, diese Pläne eindeutig abzulehnen.
die dort im Moment auf der Brüsseler Ebene sind. Wie sehen wir, wie die Ernährung gestaltet wird? Niedersachsen. Ich muss über Massentierhaltungsanlagen in diesem Kreis nicht weiter referieren. Das Mindeste ist doch, dass wir im Bund die Voraussetzungen dafür geben, dass Kommunen steuern können, dass sie ein Vehikel haben, einen Steuerungshebel über das Baurecht zu sagen können, wir wollen diese Anlagen oder wir wollen sie nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Aber nicht mal damit kommt man im Moment in Berlin durch. Und das muss dringend verändert werden. Und beim Thema Energie bin ich dann wieder bei einem meiner Schlüsselthemen, natürlich, die ich als umweltpolitischer Sprecher mitverantworte. Liebe Genossinnen und Genossen, wer so tut, als ob Kohle, Atom billig gewesen ist, der lügt. Es ist immer eine Frage von politischer Steuerung gewesen, wie wir Energie bezahlbar gehalten haben für Bürgerinnen und Bürger und für die Industrie. Und deswegen haben wir Atomkonzerne verschont. Wir haben sowas wie den Kohlepfennig eingeführt. Ich bin dafür, keine Frage. Aber jetzt, wo wir den Umstieg schaffen und den Umstieg machen können, können wir nicht das eine diskriminieren und sagen und so tun, als ob das andere alles kein Problem ist. Letzte Woche hat der Bundestag das Asse-Gesetz beraten. Liebe Genossinnen und Genossen, vor 50 Jahren war die Wissenschaft so weit, dass sie gesagt hat, alles kein Thema. Schwach- und mittelradioaktiver Abfall dort in ein ehemaliges Bergwerk. Salz eignet sich hervorragend. Und dann hat man 126.000 Fässer dort hineingelegt. Augenblicklich haben wir einen Wasserzufluss von 12.000 Liter Wasser am Tag. 12.000 Liter. Vor 40, 50 Jahren hat damit niemand gerechnet. Ich habe Herrn Altmaier in dieser Debatte seinen Gesetzentwurf zur Endlagerung vorgehalten. In den Paragraphen 1 dieses Gesetzentwurfs steht, dieses Gesetz soll ein Endlager schaffen für rund 1 Million Jahre. Liebe Genossinnen und Genossen, das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Und da muss man, glaube ich, viel seriöser und mit viel, viel mehr Ehrlichkeit und auch Bodenständigkeit ein solches Thema behandeln. Und insofern finde ich es hundertprozentig richtig. Und ich habe den Eindruck, dass Stefan Weil viel, viel härter dort verhandelt als manch einer Grüner, der aus Baden-Württemberg oder wo auch immer herkommt. Liebe Genossinnen und Genossen, ich unterstütze Stefan dabei, dass zur Sprache kommt, welche Erfahrungen wir mit Endlagern, aber auch mit Gorleben hier in Niedersachsen gemacht haben. Das muss unser Thema sein. Und die Überschrift über allem: meine ersten 4 Jahre durfte ich als nachhaltigkeitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion wirken. Bist immer froh, wenn du einen Titel kriegst, klar. Aber Nachhaltigkeit wird nun mittlerweile in jeder Rede dreimal verwendet. Und was ist das? Ich glaube, es ist einer der Schlüsselbegriffe, aber die Leute können es schon nicht mehr hören, weil er missbraucht wird, weil er inflationär immer wieder eingestreut wird. Und deswegen all die Themen, die ich eben kurz skizziert habe, und ich will euch nicht länger langweilen, beziehungsweise nicht zu lang. Aber alle Themen hängen mit diesem Aspekt zusammen, nämlich mit der großen Frage, sind wir in der Politik überhaupt in der Lage, die großen Herausforderungen heute angehen zu können und heute den Leuten erklären zu müssen und zu können, warum das eine oder andere wichtig ist, weil in 10, 20 Jahren möglicherweise diese Dinge sich als richtig herausstellen. Und sind wir in der Lage, die großen Themen, die du nicht mehr in Schablonen denken kannst, Demografie ist ein interdisziplinäres Denken. Das kann man nicht nur Sozialpolitikern überlassen. Energie ist ein interdisziplinäres Denken, kann man nicht nur Umweltpolitikern überlassen. Das ist eine Frage von Wirtschaft, von Verkehr, von Bau, von Sozialpolitik, alles. Sind wir in der Politik in der Lage, im Sinne dieser nachhaltigen Entwicklung politische Ansätze zu formulieren? Das ist die eigentliche Herausforderung. Damit kann man keinen Wahlkampf machen, weiß ich. Aber die Frage ist, wenn wir heute nicht für die Einnahmeseite des Staates sorgen, was passiert mit der weitergehenden Verschuldung in nachfolgenden Generationen? Wenn wir heute nicht den Umstieg von endlichen Ressourcen auf Erneuerbare schaffen, was passiert mit fortfolgenden Generationen? Wenn wir heute nicht für gute Arbeit sorgen, dass Leute in Rentenversicherung einbezahlen können, was passiert? Was sind das die Folgen für Rentenansprüche der Zukunft und für Altersarmut, für die wir irgendwann aufkommen müssen, alle miteinander, wenn wir nicht wollen, dass es so etwas wie Suppenküchen etc. geht? Da sind die Tafeln, finde ich, schon im Wahlkreis ein erstes alarmierendes Zeichen.
Es ist eine Frage, wenn wir heute nicht Defizite beheben, wie sind die Folgen dann in der Zukunft? Und ich will das umschreiben und vielleicht mit einem Motto auf, was wir im Wahlkampf an der einen oder anderen Stelle bedenken können. Ich will es nennen, heute schon an morgen denken. Heute schon an morgen denken. Und die Frage kann man, glaube ich, auf jedes Politikfeld übertragen. Und wenn wir das, diese Frage uns in den nächsten Wochen überlegen, möglicherweise auch einige in Berlin, die im Moment noch an Wahlprogrammen sitzen, dann glaube ich, schaffen wir das, was uns ein bisschen unverwechselbar machen kann, weil wir soziale Kompetenz, ökologischer Weitblick und ökonomische Vernunft miteinander vereinigen können. Das wäre mein Ziel und damit möchte ich mit euch gemeinsam dran arbeiten, auch in diesem Wahlkreis und vor allen Dingen hoffentlich in den nächsten 4 Jahren. Und um das ganz aktuell runterzubrechen, heute schon an morgen denken, könnte auch heißen, hier mit einem ganz tollen Signal rauszugehen, denn dann wird es uns, glaube ich, einfach fallen, hier als geschlossene Einheit Bürgerinnen und Bürger von unserer Idee, die inzwischen 150 Jahre alt ist, zu überzeugen. Ich bedanke mich und werbe für euer Vertrauen.